Bohnen sind fertig. Das läuft. Okay, gut. Jetzt läuft's. So, wir werden heute im Hooker in Lit Lip, Hollywood Pink, meine ich. Ich glaube schon. Machen, wenn nicht, werde ich es einblenden. Wir rauchen natürlich mit den Kalaut Lotus 1 Plus. Und geraucht wird heute in den Apo und in den Funnel der 187 Purple Drank. Drank. Und ja, kommen wir zum Kopfbau. Wie gesagt, wir bauen jetzt in den Hooker in Lit Lip Hollywood Pink, meine ich. Fangen wir an. Als Funnelstopfen habe ich dieses sehr elegante Mundstück, was da 1A reinpasst. Man öffnet den Tabak. Ja, sehr Standardschnitt, würde ich mal behaupten. Feuchtigkeit, wenn man es umrühren, geht's wieder. Ein paar Äste sind drin im Tabak. Ist bei jedem so. Also ich wüsste keinen Tabak, wo kein Ast drin ist. Da möchte man eigentlich gleich so... Oh, da will man eigentlich so... Löffeln. So, gut. Fangen wir an und stopfen das einfach mal rein. Schön locker flockig, wie man es in jedem Video hört. Überall mal so eine Gabel hin. Ich werde auch den Noppenkontakt machen. Und wenn wir dann alles drin haben, werden wir das noch ein bisschen verteilen und gucken dann, wo noch irgendwas jetzt groß fehlt. Dann nehmen wir unsere obligatorische Rouladennadel, die wir ein bisschen angebogen haben. Einfach weil, boah, klappt halt gut mit. Und verteilen natürlich. Ja, nicht zu sehr andrücken, nur ein bisschen, dass alles in Form bleibt. Schön locker, flockig, leicht, minimalistisch andrücken. Das sieht schon gut aus. Hier fehlt noch ein bisschen was, da müssen wir nochmal ein bisschen hier nachlegen. Können wir auch den Funnelstopfen entfernen und sehen, ja, das ist relativ, könnte schon Vollkontakt sein. Mach natürlich hier am Rand frei, drück's ein bisschen weg, dass wir halt diesen standardmäßigen Donutform vom Tabak haben. Deswegen, man sieht schon, Funnel bauen ist ein bisschen zeitaufwendiger, aber meiner Meinung nach lohnt sich das hundertprozentig. Jetzt machen wir noch ein bisschen die Mitte hier frei. Ja, kann man jetzt so nehmen. Man sieht, ist schon Vollkontakt, wenn dann die Smokebox aufliegt, aber man sieht, die Smokebox liegt ziemlich gut auf. Und wenn sie dann noch ein bisschen eingebrannt ist, Bombe. Lieber Flo, was sind denn die Vorteile von deinem Funnel? Natürlich, die Vorteile sind dadurch, dass du eine immense Hitzeentwicklung hast und durch diese Noppen, die wunderschön in den Tabak reintunken, kannst du diesen Tabak mit einer ganz anderen Hitzeentwicklung rauchen, als jetzt beispielsweise dieses Exemplar hier. Das kriegst du nachher so zurück. Egal. Egal. Ja. Du hast halt mit dem Funnel eine Rauchentwicklung der Hölle und deswegen bin ich Funnelraucher. Und ich bin unbedingt auch dabei. So, und jetzt kommen wir zu meinem absoluten Favorite, während der Flo natürlich am liebsten den Funnel raucht, bin ich eher der Fan vom KS Apo. Meiner Meinung nach der beste Kaminkopf, der so wirklich mit dem Funnel überhaupt mithalten kann. Also, wir sehen erstmal den Kopf hier an sich. Schöner, massiver Steinkopf, wiegt auch ordentlich was und hat in sich relativ große Löcher. Deswegen empfehle ich erstmal beim Bauen überhaupt ein Sieb zu verwenden. Ich nehme jetzt das große Sieb, weil ich auch gleichzeitig noch ein kleiner Sparfuchs bin, ein bisschen Tabak sparen möchte. Der Geizkragen will nicht einmal für den Geburtstag seiner Frau Geld ausgeben und begibt sich auf moralische Irrwege. Auch die Äpfel, die ist uns, er nimmt erst die Äpfel. Ey, was macht der? Komm da hier, komm hier, bleibst du, sag hier mit. Aber es gehen auch diese ganz normalen kleinen unten, diese Einlegesiebs, die gerade für den etwas feineren geschnittenen Tabak natürlich sehr gut sind. No? Wir haben auch wieder den Purple Drunk von 187. Wir nehmen genau denselben, um einen guten Vergleich zu haben. Auch der Tabak an sich, muss ich sagen, ist etwas feiner geschnitten. Im Gegensatz jetzt zu dem Adalia, den wir sonst eigentlich geraucht haben. Ja moin, schmeiß jetzt mal die Einrichtung um. Ist schon relativ fein. Auch schön feucht noch, ist noch gar nicht so alter Tabak, geht alles schön fit. Und das Schöne ist, wir haben jetzt hier keinen großen Aufwand, einfach ein bisschen Tabak locker flockig reinplumpsen lassen, umgerührt wurde er vorhin schon. No, ich muss da gar nicht sehr andrücken, wir können auch hier ein bisschen füllen. Und so, Tisch, schön vollgemehrt. Na, ein kleines bisschen geht meiner Meinung nach. Ist ja nur mein Tisch, ne? Ist ja nur unser Tisch. Ja, moin. So, ne, die Paletten kommen aus der ganzen Welt. So, so. Kopfbau. Kann man natürlich hier noch schauen, dass nichts anheftet. Bisschen
hier rein und dann war es das Ganze auch schon. Jetzt von der reinen Dauer würde ich sagen, mit dem Sieb sind wir vielleicht bei 1 Stunde, 1,5. Je nachdem natürlich, wie stark ihr dran zieht, wie viel ihr raucht. Wenn ihr sagt, ihr macht einen gemütlichen Filmeabend, reicht das Ding locker 1,5 Stunden, wenn ihr immer mal dran zieht. Wenn ihr jetzt sagt, okay, ihr wollt aktiv rauchen, gute Stunde, vielleicht ein bisschen mehr, Stunde Viertel, passt auf jeden Fall. Dann kommt ganz normaler Kaminaufsatz drauf. Und zu guter Letzt, gutes Smokezilla-Sieb. Auf jeden Fall 5 PS mehr, weil Smokezilla draufsteht und das geht bombenmäßig. Obwohl es kein Edelstahl ist. Obwohl es kein Edelstahl ist. Geht jetzt um den ersten Zug und ich wette klar, dass mein Abo jetzt erstmal reinscheißt. Ah, wir warten. Übrigens, die blaue Pfeife ist eine Smokezilla. Ja, Baragon? Genau, die blaue ist die Baragon. Wir haben bloß jetzt hier keinen Rassefänger dazwischen gemacht, weil wir einfach keinen Bock drauf hatten. Und ich habe die Kaya Elox X350 Millionen X934 für 70 Euro. So. Und die raucht wie Scheiße, obwohl es eine Alu-Pfeife ist. Ich meine, klar, die Pfeife an sich macht nicht viel Unterschied, das ist der Kopf. Und ja, wollen wir mal den Erstvergleich machen, bevor hier die Köpfe nämlich verbrennen. Wie würde ich sagen, hast du gerade schon zu? Ja, ich habe genau. Ach so, da kam okay. Nicht viel. Okay, da kam nicht viel. Dann kam jetzt nicht mal. Viel. So. Gut, ich habe jetzt ein bisschen Vorsprung. Ne? Ja, der Vorteil vom Funnel. Jetzt seht ihr erstmal den ersten krassen Punkt. So. Das ist der erste Zug. Kommt auf jeden Fall schon mehr durch als bei mir. Durchzug ist kacke. Der Durchzug ist kacke. Was macht man denn bei einem Durchzug? Man nehme seine 3 Euro Kioszange. Oder die etwa 2 Euro von da oben. Jetzt wird es ein bisschen kritisch. So, ganz einfach, Leute. Ihr hebt den Pfanne an. Die Smokebox dreht ein bisschen um 20 Grad. Oh, dieses Geräusch. Wie wenn du so ein schönes Rumschläg gerade in deine Pfanne reinschmeißt. Ja. Wir sagen mal genau deinen zweiten Zug. So, zweiter Zug. Ich hoffe jetzt, dass mein Abo ein bisschen aufgeholt hat, ein bisschen an Hitze. Ein bisschen aber kommt auf jeden Fall noch mehr. Und was ich schon mal sagen kann, Durchzug ist einwandfrei, geht richtig einfach. Wie vorhin schon Flo gesagt hat, die Pfeifen, gerade am Anfang holt euch vielleicht erstmal eine etwas billigere Pfeife. Wir raten zu den Smokezillas. Relativ günstig, Aluminium, klappt einfach wunderbar. Ist wartungsarm. Ja, obwohl man für 100 Euro schon eine ordentliche Edelstahlpfeife bekommt. Ja, aber kleine. Das ist ein anderes Thema. Deswegen mache ich jetzt mal meinen zweiten Zug hier. Ja, ist gut. Oh, jetzt holt ja aber einer auf. So, jetzt wird der Abo langsam. Er kommt nach vorne. Einwandfrei, Mensch, gleich wieder am Flexen hier. Naja. So, Jungs, und da seht ihr halt schon Rauchentwicklung. Kann man mit dem Kaminkopf einfach nicht mit dem Pfanne mithalten. Aber wir schauen mal, was der Abend noch so bringt. Jo. Ja, jetzt sollte man auch nach einer Zeit langsam die dritte, also die halbe Kohle, runternehmen. Weil sonst könnte der Kalaut ein bisschen so mal heiß werden.
So, seht die drei Pfeifen? Meine KS Apo Kopf, die blaue, mit drei Kohlen, standardmäßig, Kaminkopf. Unordnung. Ein bisschen Unordnung. Und die Deluxe, die Legende. Genau, da hat schon unser Großvater mit geraucht. Genau, ein bisschen Wildtalk am Rande. Und wie gesagt, der, der Kalaut mit zwei Kohlen. Dein Kamin raucht. So, erstmal, ich habe jetzt meine Kohlen ein bisschen weiter auf den Rand gelegt, weil es einen ganz kleinen Tick einen Kratzer hat. Jetzt zum Anrauchen ist okay, wenn er die gleich auf die Mitte packt. Und ein bisschen weiter außen jetzt. Ich nehme mal einen kräftigen Zug. Ja, beim Kalaut ist jetzt noch auf zwei Kohlen. Weil es ist angeraucht. Ja, lässt ein bisschen nach. Ne? Lässt ein bisschen nach. Aber wie gesagt, geht noch wunderbar. So, Lotus. Easy. Genau. Jetzt mal ein bisschen was zu dem Geschmack. Wir haben ja jetzt einen und denselben Tabak. Der müsste ja Zitronenlimonade, Bonbon und irgendein Gewürz sein, wenn ich mich nicht irre. Und ja, ich finde bei dem Kalaut mit Funnel kommt mehr diese Bonbon-Note rüber. Dieses Eis, dieses Kühle. Und beim Apo kommt halt irgendwie diese Zitronenlimonade, die da drin sein soll. Krasser zur Wirkung, also das ist ein bisschen, kratzt zwar ein bisschen, weil halt dieses Bonbon nicht so rüberkommt, das liegt aber auch an der Hitze, alles mögliche. Ja. Also ich muss aber auch ehrlich sagen, so vom Geschmack her finde ich den Apo echt ein bisschen intensiver. Ihr habt zwar nicht diese krass geile Rauchentwicklung wie beim Funnel, feiern durch beides, aber wenn ihr wirklich ein bisschen mehr Geschmack wollt, meine persönliche Meinung, greift lieber zum Kamin. Wenn es jetzt um spezielle Tabaksorten geht, ne? Weil du kannst halt einen Akku nicht direkt mit einem Funnel vergleichen, weil halt durch die Hitzeentwicklung immer andere Geschmäcker rauskommen, die halt jetzt auf den Kopf spezieller sind als auf den. Wie man halt schon gesagt, der Apo schmeckt in dem Fall ein bisschen zitroniger, finde ich. Und beim Lotus mit Funnel mehr so dieses Bonbon, dieses Eis, dieses Kühle, was ich auch ein bisschen bevorzuge, auch ein bisschen Minze. Und wenn ihr jetzt die Kohlen so ein bisschen eingestellt habt, ich habe jetzt zum Beispiel zwei Kohlen ein bisschen näher dran, eine ein bisschen weiter weg. Hitzeverteilung geht super klar, kratzt nicht, hat guten Rauch, hat guten Geschmack. Also alles, was ihr für einen entspannten Shisha-Abend braucht. Ja, den habe ich nichts hinzuzufügen. So, wollen wir noch einmal kurz fix tauschen? Können wir machen. So. Kreuzt die Schläuche in der Community. So macht man das von der Shisha Brothers. Ja, das Zitronige finde ich beim Apo, was ja quasi theoretisch ja auch der Grundgeschmack sein soll, meine ich. Diese Zitronenlimonade, halt mit dieser Gewürzmischung, die ich irgendwie nie richtig identifizieren kann. Und halt dieses Bonbon. Ja, meine Freunde. Jetzt kommt mal wieder dieses Bonbon raus, wenn ich mit drei Kohlen. So, wir sitzen jetzt hier schon ein bisschen. Also, von der Rauchdauer jetzt erstmal zu den Köpfen. Der KS Apo schafft so mit dem Sieb, was ich jetzt habe, gute anderthalb Stunden, wenn man jetzt nicht wie ein Ups dran zieht. Und bei dem Ukain mit Clip sind wir jetzt bei einer Stunde, wo man dann sagen muss, jetzt wird langsam kritisch, jetzt kommt dieser kratzige Tabakgeschmack nach und dann sollte man den vielleicht wieder neu machen. Ne? Ja, die Kohlen könnte man eventuell noch. Nee, kann man nicht so machen. Kann man nicht nehmen. Haben die Hitze nicht. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt mittlerweile meine dritte Kohle wieder draufgepackt, weil es ein bisschen ne, nachgelassen hat. Auch eigentlich relativ heiß so. Dann kann man ja Pfeife ziehen. Ja, wenn andere Leute an einer Wasserpfeife, die mir zufälligerweise gehört und da steht ziehen, sagen sie immer, es kratzt ein bisschen. Oder es ist ein bisschen stark. Finde ich jetzt nicht so. So mal Rauchvergleich so nach normalen Stand, so wir sitzen jetzt eine Viertelstunde, 20 Minuten. Ja, Apo lässt langsam nach. Apo lässt nach. Das lassen wir uns hier nicht geben, mal. Kleiner Fail, ne? Immer noch absolut stabil. Ja, mit Unterstützung von. Na!
Ihr seht schon, er ist hier absoluter Funnel-Fanatiker und ich halt eher der Kamin-Fan. Jeder wie soll's, das soll jetzt auch keine Kaufentscheidung hier für jemanden sein. Ich sag nicht, kauft euch ein Funnel, also ich würde schon sagen. Aber jetzt nochmal kurz, um auch nochmal auf die preislichen Unterschiede zu kommen, Flo. Wo liegst du denn so preislich bei dem, bei dem Funnel? Und jetzt breche ich dir erstmal kurz das Genick. Ja gut, Funnel kommt drauf an, wo, wann und vor allem wie vorrätig die sind. Kauft euch keinen auf eBay. Wartet lieber, die kommen eigentlich normalerweise jeden Monat so auf verschiedenen Webseiten. Kommt mal so ein Schlag hier mit 100 Stück oder so. Der speziell jetzt, der Hoka Inlet Lip, kostet glaube ich 23 Euro. Irgendwas in der Dreh. Jetzt kommt natürlich, ja, 23 Euro ist schon ein guter Preis. Man kann den natürlich auch mit Alufolie rauchen, wenn man sich jetzt keine Smokebox für 60 Euro kaufen will. Ja, das ist halt. Also, da muss man auch sagen, das ist Kalaut, das Kalaut, der Kalaut, ist jetzt auch eigentlich so das Nonplusultra. Ich glaube, es gibt jetzt nichts Besseres als den. Man kann auch mit einer One Smoke rauchen, also One Smoke auf KS Apo, weil auf dem Funnel passt die leider nicht drauf. Oder ich weiß nicht, ob es One Smoke gibt. Es gibt, glaube ich, keine Alternativen dazu. Auf jeden Fall finde ich die AO Smoke Box. Die hat zwar unten eine flache Unterseite, aber wenn du den auf Vollkontakt baust, ist es eh scheißegal. Da ballert er auch ordentlich. Dann gibt es, glaube ich, noch die von Kaya, The Block, meine ich. Die hat unten so, ja, nicht Rillen, sondern so Aussparungen, die halt auch in Tabak reindrücken. Die ist eigentlich auch nicht schlecht. Aber ja. Wenn Smokebox, würden wir schon sagen, kommt, nehmt einmal das Geld in die Hand, das ist eine einmalige Investition. Die Dinger halten ohne Ende, die könnt ihr waschen, mit der Drahtbürste drüber gehen, da passiert nichts. Die halten ohne Ende. Ja, und Apo ist halt dementsprechend das billigere Setup. So ein guter KS kostet natürlich nur 17 Euro im Vergleich jetzt, was heißt nur, ne, zu dem Funnel. Billige Tonköpfe, kommt man nicht gegen an, 50 Cent. Und ja, ich habe hier stabil einen Kamin drauf. Denkt mal, so im Groben werdet ihr bei vielleicht 25 Euro mit allen zusammen ankommen. Ist auf jeden Fall auch die kostengünstigere Variante. Also ein Sieb kostet auch nicht viel, glaube ich 2 Euro oder so. Genau. Liegt dir jedenfalls noch in dem kleineren Budget, wenn ihr erstmal gerade am Anfang seid. Vielleicht probiert erstmal ein bisschen so im Monat ein bisschen Kaminkopf aus und dann sagt ihr, reicht euch der Rauch nicht? Funnel her. Genau, ich bin auch nicht nur Funnelraucher. Ich habe auch einen Steinkopf von Kaya, den ich weiß jetzt nicht genau den Namen, falls er überhaupt einen genauen Namen hat. Der geht eigentlich auch vollkommen klar. Ich rauche halt lieber mit One Smoke dann. Jeden seine Sache, da kommt zwar nicht so viel rum, aber bin chillig und leichter auf jeden Fall. One Smoke und Sieb, Kaya. Passt schon. So, ich würde sagen, das war's jetzt nochmal für unser Video. Wir haben so unsere Meinung da gegeben, also genau. Punktestand. Ich würde sagen, kann man sich den Arsch heben. Sie sind beide, es kommt immer auf das Persönliche an, so wie du was rauchen willst. Es kommt auf den Tabak drauf an, es kommt drauf an, wie dein Lungenvolumen mit deiner Verträglichkeit ist. Wenn du natürlich Hitze des Todes und Vollkontakt rauchen willst, dann auf jeden Fall ein Funnel. Wenn ihr das meiste rausholen wollt, Funnel. Wenn ihr ein gediegener Raucher seid, Apo. Wenn ihr lange Raucher seid, Apo. Wir haben auch gesagt, ja, komm, wir rauchen einmal im Monat. Aus den einmal im Monat wurde zweimal im Monat. Aus den zweimal im Monat wurde jede Woche. Aus der jede Woche wurde zweimal in der Woche. Und jetzt mache ich mir fast jeden Tag einen Funnel an. Die Sucht kickt. So. Das ist so unser Statement. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr Bock habt, lasst ein Abo und einen Daumen nach oben da. Kommentiert alles, was wir scheiße gemacht haben. Das ist übrigens unser erstes Video, von daher. Gebt auch ruhig nochmal so ein paar Tipps in die Kommentare, genau, was wir verbessern können. Wir sind jetzt auch noch nicht die Ultra, Nonplus Ultra Shisha Profis. Wir versuchen einfach unsere persönliche Meinung noch so ein bisschen darzustellen. Jo. Also, wenn ihr andere Raucherfahrungen habt, vielleicht auch mit denselben Köpfen, schreibt es in die Kommentare, sagt, was vielleicht eure Meinung dazu ist. Und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Video wieder. Jo, bis dahin, guten Rauch, bis zum nächsten Mal.